Willkommen zu einer neuen Folge Mass Effect 1. Wir sind auf dem Weg zum Thron, zum Hohen Rat, um diesen einen komischen Idioten, wie hieß er denn nochmal, Saren, zu überführen, dass er ein Verräter ist. Na los, Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Ja, Eden genau. Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Gate-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Na dann, bieten wir uns um an. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Ich trat Saren auf Eden Prime gegenüber und entlarvte ihn als Verräter. Ich habe mich bewiesen. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt.
Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Ich werde ihn finden. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Na, läuft doch. Endlich mal eine Beförderung. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Was erwarten Sie von einem Politiker? Los! Bin direkt hinter Ihnen, Commander. Juhu, wir können jetzt, mehr Talente nutzen. Vor 300 Jahren vertrieben die Geth mein Volk ins Exil. Wir baten den Rat, diese Androiden auszulöschen, aber er ignorierte unsere Bitten. Ja, schon traurig. Wären wir jetzt nicht hier, wenn sie auf uns gehört hätten. Gut, machen wir mal eine kleine Schnellreise zu unserem neuen Ziel. Zum Sicherheitsdienst. Wir sollen ja irgendwelche komischen Trainingseinheiten durchlaufen. Ich bin ja mal gespannt, was das jetzt wird. Wo sollen wir denn hin? Okay, Andockbucht, das ist nicht richtig. Wo ist denn dieser Offizier, den wir suchen? Diesen Hayopai. Ja, willkommen bei der C-Sicherheit. Das ist, also von dem Fahrstuhl sind wir ausgekommen. Wahrscheinlich ist das dieser kleine grüne Punkt da, mit dem wir reden müssen. Ausrüstungsoffizier. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Den guten Stoff will er uns zeigen, ne? Was haben wir denn hier so? Schwerer Mensch. Was ist denn das? Vergleich. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Kaufen. Zu wenig Credits. Eieiei. Guck mal, wie wenig Geld wir nur haben. Ach gut, das können wir uns leisten. Hier Granaten-Upgrade. Okay. Ja, komm. Wir haben ja das Geld.
Das haben wir natürlich nicht, war ja klar. Und da ist auch wieder so ein Krabbelkäfer. Ach, die sind doch irgendwie sind die noch lustig. Gut, wir sollen irgendeinen Trainingstypen treffen. Ne, Andockbucht wollte ich nicht. Oder sollten wir nicht hin? Zum Präsidium, nein. Ich weiß nicht, waren wir hier in dieser Tür schon? Okay, Jan. Lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Korba, der hat Sie bedroht? Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Was wollen Sie hier? Ich bin Jalid. Ich bin hierher gekommen, um die Behörden um Hilfe zu bitten. Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Ja, aber warum? Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Na komm, wir reden. Sagen Sie mir, wo er ist und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Ich habe schon ein paar gefährliche Wissenschaftler kennengelernt. Ich denke, Sie haben recht. Also viel Glück. Bin gespannt, was er meint. Irgendwie ist die auch ein bisschen gruselig, ne? So, was haben wir da? Computerkonsole. Mit wem müssen wir denn jetzt eigentlich reden? Dieser endlos lange Name, den kein Lebewesen aussprechen kann. Gut, ich glaube, wir gehen mal hoch zu diesen Docks. Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer, wo ich sonst hin soll. Ich habe gehört, einige Menschen wären nach dem Angriff auf Eden Prime wütend auf die Quarianer gewesen. Schließlich haben sie die Geth erschaffen. Die Geth haben Milliarden getötet und uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Die meisten Quarianer sind der Ansicht, dass wir für unseren Fehler bereits ausreichend bezahlt haben. Hoffentlich ändert sich die Meinung der Leute jetzt, wo sie mit uns gegen Saren kämpfen. Ja, hoffentlich, ne? Ich würde gerne mal sehen, wie die richtig aussieht, ohne diesen Helm. Wahrscheinlich kriege ich dann eher mehr so einen Schock, als dass ich mich da doch nur freue. Okay, kommen wir da wieder raus. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Was ist damals geschehen? Ich habe versagt.
Ich hatte die Situation falsch eingeschätzt und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später, dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Na dann. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg. Mich mal nicht enttäuschen. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Na dann. Ich werde ihn aufhalten. Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Wo fangen wir denn an? Komm, wir fangen einfach mal bei dieser Dr. Zoni. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Ja, sieht doch nicht so begeistert aus, der nette Herr. Aber nichtsdestotrotz, wir fliegen jetzt mit unseren Normandie. Ja. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Und die eine steht da hinten und tut nichts. Dekontamination aktiv. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Saren ist irgendwo da draußen. Und wir werden ihn finden. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Okay, was machen wir? Komm, wir machen eine ehrliche Ansage. Wir sind mal so ganz ehrlich. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Ich will meine Crew nicht anlügen. Das wird keine leichte Mission. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Bis jetzt wurde nur eine menschliche Siedlung in der Traverse angegriffen. Aber Saren hat noch viel mehr vor. Seine Geth-Armeen werden nicht am Rand des Zitadellsektors verbleiben. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Ja, ich würde mal sagen, das war mal eine ordentliche, wir können rausgucken.
Eine ordentliche Ansprache, die wir da gehalten haben. Das hat 14 EP gebracht, dass wir raus zum Fenster geguckt haben. Läuft, würde ich mal sagen. Nun gut, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn.